Ich heiße Günther Wüst, bin 78 Jahre alt, habe als Pädagoge an Schulen gewirkt, in Mannheim 15 Jahre, dann in der Schulverwaltung tätig gewesen und als Schulleiter in Neckargemünd gewirkt. Man kommt zur Heimatgeschichte einmal durch das Interesse, das man als Kind schon mitbekommt in der Familie, das man in der Gemeinde mitbekommt, und es gibt auch Anstöße von außen, die man wahrnehmen kann und soll. Und so war es zwangsläufig ein Weg in die Heimatgeschichte, als ich 1959 die Berichterstattung für die Gemeinde Bammental in der Rhein-Neckar Zeitung übernahm und wurde vom Bürgermeister anlässlich der 1200-Jahr-Feier von Bammental gebeten, ein Buch zu machen. Das war mein erstes Heimatbuch. Ein Jahr später folgte bereits ein Buch für die Gemeinde Wiesenbach. Darüber hinaus natürlich auch Heimatforschung betrieben in anderen Gemeinden. Vielleicht kann man feststellen, dass die Bücher, die ich den Gemeinden geliefert habe, wiederholt geliefert habe, immer dicker geworden sind. Das zeigt auch, dass man immer wieder Neues entdecken kann. Andere schauen sich abends Krimis an im Fernsehen. Für mich ist es wie ein Krimi, wenn ich Dinge entdecken kann, an die noch niemand kam. Ob das im Archiv in Karlsruhe ist, in Darmstadt, in Stuttgart, in Hannover. Man entdeckt immer wieder Sachen, von denen man früher nie geredet hat. Das ist nicht nur ein Ort, sondern in dem wir aufgewachsen sind, sondern das ist auch eine Gemeinschaft von Menschen, mit denen wir uns wohlfühlen und zu deren Wohlgefühl wir uns auch beizutragen haben. Und die gemeinsame Kultur, denke ich, ist ein wesentlicher Bestandteil von Heimat oder Heimatgefühl. Und ich meine, ganz wesentlich ist auch die Überzeugung, dass Heimat geschaffen werden muss. Sie existiert nicht alleine.